Fronleichnam ist das Fest des Leibes. Der Leib Christi ist gegenwärtig im Ritual der Kommunion. Körper und Seele bilden im Menschen eine Einheit. Auf beide sollen wir achten, ihre Gesundheit schützen und fördern. Ob Jesus Sport getrieben hat, wissen wir nicht. Vorstellen kann man es sich gut. Für seine Wanderungen durch die Wüste und über das weite Land muss er Ausdauer gehabt haben. In den meisten Darstellungen, in Filmen oder auf Gemälden, wirkt Jesus sehr schlank und athletisch. Außerdem kennen wir ja den Spruch der Mönche: Ein gesunder Geist ruht in einem gesunden Körper. Egal welche Sportart Jesus betrieben hätte, ob Fußball, Krafttraining oder Golf, es hätte ihn fasziniert, kontinuierlich an seiner Verbesserung zu arbeiten. Denn der Sport und der geistige Weg weisen Parallelen auf. Beide verlangen Kondition und Kraft. Man erreicht ihre Ziele nicht über Nacht, auf die Schnelle. Es bedarf der Einübung, des Trainings, immer und immer wieder. Dabei kann es auch Rückschläge geben. Man scheint in der Entwicklung zu stagnieren. Doch man gibt nicht auf, bleibt dran und feiert wieder Erfolge. Situationen, an denen man vorher scheiterte, meistert man jetzt. So wie der Körper sich ausbildet, so formt sich auch der Geist, wenn man ihn regelmäßig trainiert und ihn auf das Gute, das Heilsame richtet. Als Belohnung winkt keine Goldmedaille und kein Meistertitel, aber innere Stärke und Zufriedenheit, wie es im Hebräerbrief heißt. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist, und dabei auf Jesus blicken. Dann werdet ihr nicht ermatten und den Mut nicht verlieren. Ich wünsche eine sonnige Woche und einen schönen Fronleichnamstag.